Sie abrücken. Verrückt, Sie einen abrücken. Worauf warten Sie noch? Verrückt, einen Marsch. Los. Tempo, das ist ja Trauermarsch. Sledila sam se. Prst će mi otpasti. Noge i ne osjećam. Ugrijala bi se ti da brže radiš. Ali to nit možeš, nit smiješ. Pričuvaj se, Zorka. Ne napreži se. A ti? Ne možeš ti za obje. Pusti mene. Možete polaganije. Lang sam. Polako. Parnje te vors, Kristin. Dusman. Kako ću golemi ruke? Umotaj si to kolem jedne ruki, a tu hol zahip przez nje. Takle.
deux, trois, hop! Hop! Reicht's mir. Das ist jetzt schon das 15. Mal, dass dieses verdammte Luder sich drückt. Ich bin weiß Gott ein geduldiger Mensch. Aber was zu viel ist, ist zu viel. Schon zeigen, wie der Hase läuft. Hier werde ich schon die Flötentöne beibringen. An die Arbeit, habe ich gesagt. Seid euch nicht so an, die krepiert schon nicht. Wollt ihr jetzt arbeiten oder nicht? Ich hab mein Soll zu erfüllen. Du verdammtes Hurenaas, ich mach Hackfleisch aus euch. Ja. Marija, toliko oko mene. Još će netko posumnjati. Što ti je sad opet? Što mi je? A što ako se ovaj prokleti rat ne završi prije nego što rodim? Tiše.
sina. Ovdje, uzet će mi dijete. Čekamo ga Marko i ja 5 godina. I ovdje da doznam da sam za nje. Moraš jesti za dvoje. Uzmi. Da bare Marko zna da nisam jalo. Bolje da ne zna. Ako je još uopće živ. Njega su među prvima uhvatili. Živ je, Marko. Živ je. Ne brini. Tiko, Marija. Živ. Kako znaš da ga nisu ubili? Slušaj. Moraš biti jaka. Radi djeteta. Evo idem, Agda. Ne pričajte ništa pred njom da nešto ne izbrblja. Šta joj? Ništa. Istegla je leđa dižući one šine. Zvidjela sam da je Jelka u bolnici. Svlikla se, bo. Ui, ui. Gut, gut. Niks dobro. Taj feel gut. Jel se to tako kaže? Kakvo vraži je dobro. Još ćemo ovdje sve jezike izučiti. Pa i to je neka korist. Bože. Ja bih ovaj čas pristala da ne znam ni svoj rođeni jezik, samo da sam u jurtolu. Sve bih. Svakog bi švabu ovim svojim rukama zadavila. I onoga koji mi je pomogao da se preko naših leđa izvuku iz sela. Dala bih jednu ruku samo da mu iskopam oči. Dobro zapamtili gdje su zakopavali mine. Mine, feštestu. Tak, tak. Zapamjentavam. Ja pjerša. Ne boj se. Ovo više ne može dugo potrajati. Ako bi potrelo, niko ne bi ostao živ. Rodit ćeš kod kuće, vidjet ćeš. Hajde, budi hrabra. Imaš vremena. Ti si tek u 3. mjesecu, hej. Hajde. Vremena. Kada se opazi.
Ich will kein Wort mehr hören. Ich will keinen Mucks mehr von euch hören. Nichts. Nichts. Uklidnisse. Odešlauš. Marija, ja sam odlučila bježati. Ti si luda. Idemo zajedno. Kada opaze da sam trudna, ili će me zatući ili poslati u Auschwitz. Bježimo, Marija. Imam dosta snage. Izdržat ću. Ali ne mogu sama. Nećeš ti nikamo. Ali ja imam plan. Dobar. Spavaj. Spavaj. Sutra ćemo razgovarati. Von wann ist diese Aufstellung? Von heute Abend. 387? Da fehlt doch eine. Das ist die, die sich die Hände hat abfahren lassen. Die führe ich getrennt. Sie ist noch im Lazarett. Und wie ist das passiert? Hier, das ist Grubers Bericht. Wollte nicht arbeiten. Dieser Gruber! Das ist ja schon die vierte, die auf sein Konto geht. Wie kommt der Mann bloß dazu? Vielleicht macht ihm das Prügeln Spaß. Scheint so. Ich möchte bloß wissen, wie ich dabei mein Soll erfüllen kann. Bei diesen sadistischen Anwandlungen. Er behauptet, die Frau hätte sich von der Arbeit gedrückt und simuliert nur. Ist doch Quatsch. Wo nehme ich jetzt bloß die 12 Fehlenden her? 13. Die ohne Hände zählt auch nicht mit. Die können wir abschreiben. Lass doch Braun dafür sorgen. Gudrun hat eigentlich recht. Fordern Sie doch Ersatz an. Schließlich sind solche Ausfälle Sache der Firma Krupp. Wenn die dauernd ihre Arbeitskräfte mutwillig zugrunde richten, sollen sie auch Ersatz dafür herbeischaffen. Die machen da sowieso das beste Geschäft mit dem Krieg. Es ist immer und überall dasselbe mit den Herren von der Industrie. Den Ersatz werde ich von Sausig verlangen. Braun hat damit nichts zu tun. Ich habe gehört, dass er in den nächsten Tagen einen neuen Transport bekommt. Aber ich weiß nicht, ob er uns davon was abgibt. Šta je bilo? Lidija. Pst, spavaj. Nic, nic. Šta ti tražiš krem u kreveta? Kradeš moje krpe, a? Silence, le femme. Dorme. Schlafen. Kradeš moje krpe, a? To ćeš, moje krpe! Magda, kakve krpe, smiri se. Tiho, tiho, ajde, spavajte. Ale schlafen. Kristino, kam? Utjekaš. Tak. Učekam. Ma žene, ne dajmo joj da pobjegne, ubiće nas. Ma umukni! Ako je pustimo, naš će sutra na Apelplac. Ma neće da mi Matijasova biće mi izbije oko. Pobiće nas. Ma neće, netko i mora raditi. Reći ćemo da smo spavali, da nismo ništa čule. Gut, šlafi. Ui, ui. A i ti? Ma neću, ne dam, vrista ću! Da nisi kispula, znaš? Jesli cekneš šta htje uškrcim. Čekam te to važnje. Uzmi, treba će ti.
Disziplin muss sein. Trotzdem sollten wir darauf achten, dass wir keine Arbeitskräfte einbüßen. Eine Strafe ist nur dann angebracht, wenn sie einen Sinn hat. Ich hätte diese vier Weiber, bloß weil sie ein paar Lebensmittel geklaut haben, nicht erschossen. So wie es der Ruge gemacht hat. Eine abzuknallen hätte doch auch genügt. Finden Sie nicht? Ja, das ist wahr. Die Frauen werden sowieso schon ganz merkwürdig. Inwiefern? Ich kenne sie immerhin schon 6 Jahre lang. Es kommt mir so vor, als ob sie irgendwas gewittert haben. Irgendwas gehört, von draußen. Meinen Sie über die Frontlage? Ich glaube, ja. Es gibt immerhin ein paar Gebildete unter ihnen. Ein paar, die Deutsch verstehen. So. Dann werden wir Ihnen klar machen, dass wir immer noch 5 Minuten Zeit finden, sie abzuknallen. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso 12 fehlen sollen. Ich komme immer nur auf 10. Wieso 12? Wer steckt denn da wieder dahinter? Naja, eigentlich sind 2 ja noch am Leben. Im Lazarett. Jetzt sagen Sie bloß wieder diese Matthias. Naja. Verdammt nochmal! So geht das nicht weiter. Ich hab's ja auch schon gesagt. Tut mir leid, aber mit dem Leben werden die zwei, wenn Sie mich fragen, kaum davonkommen. Im Grunde sind sie jetzt schon hin. Die eine hat sich eine Blutvergiftung dazu eingehandelt und der anderen hat sie irgendwie beide Augen ausgeschlagen. Jetzt habe ich aber die Nase voll von dieser Domptöse. Von ihr und ihrer Peitsche. Wir sind hier doch nicht im Zirkus. Unsinn. Uns bombardieren die doch nicht.
tvoj bijeg. Jetzt auch das noch. Ein Glück, dass wir keinen von uns hinterherjagen müssen. Auch ein Trost. Was war denn draußen los? Ein Fluchtversuch. Aber Gott sei Dank ist die blöde Kuh auf eine Mine gelaufen. Ich möchte bloß wissen, wie die rausgekommen ist. Wahrscheinlich durch die Tür. Haben Sie aber ein schlaues Köpfchen, Binder. Noltke, habe ich nicht ausdrücklich angeordnet, dass sämtliche Barackentüren nachts verschlossen sein sollen? Waren Sie auch? Waren Sie auch? Und wie ist sie dann herausgekommen, frage ich. Jetzt fehlen uns glücklicherweise schon 14. Und wer trägt dafür die Verantwortung? Ich. Die ganze Schuld werden sie auf mich abladen. Die leitenden Herren im Werk können doch kaum drauf warten. Da heißt es doch gleich der Krummacher. Krummacher. Ja, Krummacher ist an allem schuld. Krummacher ist schuld, dass die Produktion nicht genügend abwirft. Und die in Kulmbach, verdammt, die suchen doch nur nach einem Vorwand. Lagerkommandantur. Jawohl. Verstehe. Sturmbannführer Sausig. Krummacher. Sturmbannführer. Ja, jawohl. Ja, aber dafür können wir doch nichts. Jawohl. Um 11. Ja. Heil Hitler. Da haben wir's. Braun hat sich beschwert. Ungenügende Arbeitskräfte. Das Menschenmaterial ist hundsmiserabel. Angeblich, weil wir ihnen nicht genug zu essen geben. Morgen um 11 kommt eine Kommission in die Fabrik. Das wär's für heute. Sie können jetzt gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Direktor. Sie und wir haben dasselbe Problem. Erhaltung der Arbeitskräfte, damit die Produktionsnorm erfüllt werden kann. Aber ich habe den Eindruck, dass Ihre Leute nur sehr wenig daran interessiert sind. Sie wollen doch nicht behaupten, dass wir gegen unsere eigenen Interessen handeln. Für uns zählt jeder Einzelne, jeder Arbeiter. Aber meine Herren, die Arbeitskräfte müssen doch in einem leistungsfähigen Zustand an ihren Arbeitsplätzen erscheinen. Und gerade das ist leider nicht der Fall. Der größte Teil der Arbeiterinnen ist gerade noch in der Lage, Schrauben zu zählen. Daran sind wir nicht schuld. Das können Sie uns doch nicht in die Schuhe schieben. Ruhig Blut, Krummacher. Laut Vertrag mit dem SS-Wirtschaftsamt in Kulmbach bekommen wir von Ihnen für 2 Schichten täglich je 200 Arbeiterinnen. Und dafür bezahlen wir Ihnen die vereinbarte Entschädigungssumme. Für dieses Geld hat die Firma Krupp den Anspruch, brauchbares Menschenmaterial zu bekommen. Und was kriegen wir? Einen erschöpften Haufen Frauenspersonen, die sich kaum noch auf den Beinen halten können. Wir verpflegen die Leute so, wie wir von ihnen bezahlt werden. Mit 70 Pfennig pro Tag und Kopf können wir ihnen keine gebratenen Hühnchen servieren. Ich weiß nicht, was Sie wollen, meine Herren. Unsere Experten haben ausgerechnet, dass dieser Betrag für eine ausreichend kalorienhaltige Verpflegung genügt. Außerdem liefert unsere Firma Ihnen, so viel ich weiß, jede Woche für Ihre Lagerküche eine ansehnliche Menge Fleisch. Was damit geschieht, weiß ich natürlich nicht. Ja. Fleisch von TBC-kranken Kühen und Pferden, das liefern sie uns. Und was ist die Folge? Eine hohe Sterblichkeitsquote. Trotzdem bleibe ich bei der Behauptung, dass die von uns gelieferten Arbeitskräfte bei einer vernünftigen Behandlung besser ausgenutzt werden könnten. So wie Sie das darstellen, sieht es geradezu aus, als sabotierten wir uns selber. Ist doch albern.
Ich bleibe nach wie vor dabei, dass wir von Ihnen kein arbeitsfähiges Menschenmaterial bekommen. Lassen Sie es gut sein, meine Herren. Das führt ja doch zu nichts. Wir wollen uns die Dinge mal an Ort und Stelle ansehen. Dürfte klüger sein. Und wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass von unserer Seite sich irgendwer etwas hat zu Schulden kommen lassen, müsste der verantwortliche Mann dafür die Folgen tragen. Maria, da pobjegnemo. Ti imaš djecu, a ja hoću da imam. Znaš li što smo moj Marko i ja samo pretrpjeli? Što sam sve radila? Što sve? Gdje nisam otišao? Pa ništa. A sad, eto, desilo se. Marija, imam dijete u sebi, a gdje sam? Ne boj se. Za ova tri mjeseca kako smo ovdje, znaš li koliko ih je pokušalo bježati? Uhvatili su ih istoga dana. Budi pametna, Zorka, rat ne može dugo trajati. Šuti i radi. Neću da bježim. Radit ću ovdje kao crv. Kao crv ću raditi ovdje. Neću im dozvoliti da me ubiju. Hajde, šuti i radi. Potrebni smo im. Zato nas i ostavljaju na miru. Hajdemo. Boješ se, Marija? Ne. Slušaj, Marija. Slušaj, ako pobjegnemo odmah i sutra, kad kolona krene iz logora i dočepamo se šume, neće nas ubiti. Kad kolona stigne u vama, u tvornicu, tek kroz jedan sat. I još pola sata im treba da nas prebroje. Što? Podijele na rad. To je već sat i po. Pa da i tri. Imaju pse, imaju motore. Ajde, molim te, da si ptice u letu. Pa mi te stigli. Možeš se prikriti. Pa sad se ne možeš skloniti. Neću da bježim, Zorka. Neću da bježim. Hoću da istrajem. Hoću da sačekam da me spase makar i sam crni đavo. Šuti. Šuti. Čekaj. Nismo im potrebne. Dok smo potrebne. Neće nam ništa, ajde. Ajde, u mozgu. Vidi mi malo. Ajde, ajde, ajde. U mozgu. Vidi mi malo, ajde. U mozgu. Ajde, ajde, ajde. Samo malo. Mit der Aufstockung meiner Bestände aus der heute eintreffenden Lieferung rechnen, Sturmbahnführer. Ich will sehen, was ich für Sie tun kann, Krummacher. Aber machen Sie sich keine allzu großen Hoffnungen. Achten Sie lieber mehr darauf, dass die Ausfälle, die Sie an Arbeiterinnen haben, wesentlich geringer werden. Mit dem Nachschub sieht es traurig aus. Das klappt nicht mehr so wie früher. Verstehe. Und deshalb kann ich es nicht zulassen, dass Braun die ganze Verantwortung auf uns abschiebt. Seine Leute nehmen nicht die geringste Rücksicht auf unsere Arbeiterinnen. Es gibt zahllose Beispiele für grundlose Misshandlungen. Wollen Sie etwa den Menschenfreund spielen, Krummacher? Keineswegs, Sturmbahnführer. Aber die Lage zwingt uns dazu, andere Methoden anzuwenden. Gut. Aber wem soll so eine Kreatur zum Beispiel noch etwas nützen? Was wollen Sie denn mit der noch anfangen? Die kann sich ja nicht mal mehr auf den Beinen halten. Ah.
Marija, Krumacher, sad vuci kao što u životu nisi. Vučeš svoj život. Nennen Sie ungeeignetes Menschenmaterial? Ja. Neue? Wann hat man dich gebracht? Woher bist du gekommen? Dnes odpoledne, przywiedle 20 nowych. Kucharzka rzeka, ona je poczytala. Woher? Odkud? Pustiwa te kle nowe, co zmieraj prestraszy. Još svoju Varšavu i vidjeti. A ja? Ja neću još dugo. Sljedeći put će me Krumacher zapisati. Vidjet ćeš. Ni perce više neću moći podići. Thank you.
Miljo. Jesi li to ti? Kako su moji? Matija, djeca, jesu li mi živi? Daj da te poljubim, Smiljo. Ali govori. Ma govori, reci šta je. Kako je? Strašno je bilo. 4 dana bez hrane. Samo jednom dnevno voda. Šuti, šuti. Ne misli na ono što je prošlo. U furgonu je bio pravi raj što te ovdje čeka. Ne straši dijete, Magda. Smiljo, sve će biti dobro. Ma što dobro? Svaki dan jedna manje. Šuti. Šuti, Zorka. Šta je s mojima, Smiljo? Šta je s mojom djecom? Ivanom, Verom, jesu li živi? A moj, šta mi je s djecom? A Matija, jel mi živ? Šta je s mojim Markom? I njega su onda zatvorili. Živ je Marko. A šta je s mojima? Ne govoriš mi o Ivanu, Veri? Jesu li živi? Živi su oboje. Joj, hvala Bogu da su živi. Ne govoriš mi za Matiju. Ubili su ga, jeli? Joj, Matija moj, Matija. Šta mi je s djecom? Jesu li kod djeda, govori? Djeca su ti kod susjeda. Kad su Matiju ubili, svekar ti se objecio. Ne, nemoj, Magda. Imaš djecu. Pogledaj mene. Ko će mene oplakati? Za kim ja da plačem? Nitko, sama, sama, sama. Ti imaš djecu. Nemoj, Magda, nemoj. Kaj je? La Matias. Il lui a cassé les reins avec ses bottes. Le coup de pied dans le dos, au ventre. Dobro da je ni izbila oči. Cette Matias est une sale bête. Je ne sais pas pourquoi elle s'en prend tellement au slave. Et moi, en tant que belle, je m'endure mieux? Neću to izdržati, majčice moja. Smiri se. Smiri se, Smiljo. Dijete moje, smiri se. Izvlačim iz tebe. Što hoćeš da ti kažem? Nešto mi kriješ, lažeš, jer mi Ivan živ. Kad
kad sam ga posljednji put vidjela. Bio je živ. Došao je u selo na čelu brigade. Na konju. Sin ti je poručnik. Komandant. Došli su. Bolje da nisu. Kad su otišli, Švabe su se vratili. Sedmero su strijeljali. Među njima i Matiju. Da se trga. Nas pokupili. A jesi li ti govorila s Ivanom? Govorili su drugi. Tetka Marija. Bolje da ti ne kaže. Pita Jelku Burićevu i ona je sa mnom samo u drugoj baraci. Vidjet ćeš je sutra pa razgovaraj s njom. Znaš li možda je moj Marko prodao kravu? Kakva krava, ženo? Zašto da čekam do sutra? Ti nešto kriješ, jeli? Nešto kriješ, govoriš što je, ajde, što je? Pa, rekli su. Ti si zajedno sa Švabama, znaš? Ja, sa Švabama? Kad su ono partizani pritisli. Vidjeli su te kako te Švabo vozi u prikolici ko gospođu. A naši, oni koji su Švabe u školski podrum zatvorili. Ne. Vidjeli su te kako si se nešto sa Švabama i dogovarala. Poslije toga su dotjerali žene i djecu. Selo kaže da si tako Švabe iz sela izvela. Još kažu da si rekla kako će se žene do večeri kućama vratiti. Poslije si ih u roblje predala. To nije istina. Ne znam ja ništa. I Zorkina mati je tako rekla. I pokojni Matija. Svekar. Ti si me, dakle, ovamo dovela. Kučku. A moja djeca. Jer u to vjeruju. Moja djeca, jer vjeruju. Ja... Šta imaju vjerovati? Gdje sam ja? Gdje je Magda? Gdje je Nita? Čekajte, ne griješite dušu. Marija i selo i tao se spasila. Znam, sve mi je rekla. Njemci su htjeli selo zapaliti. Ti si luda, Lidija. Što to nama nije rekla? Tebi djete može žednu preko vode prevesti. Poredi ako... Sad šuti. Šutiš, jeli kurvo švapska? Ma zar bi bila ovdje da je izdala? Briga me zašto je ovdje. Tako Švaba plaća svoje živke. Zbog nje mi ovdje krepavamo! Rojo Švaba! Stanite! Udrimo po njoj! Stanite! Matija Slova! Hajde, djete. Lesi da te ne vidi ona. Zao!
Sorka. Sorka, probudi se. Što je? To si ti. Ne diraj me. Misli što hoćeš, nisam kriva. Bog mi je svjedok. Hajde da bježimo. Koga sada bježiš? Od nas ili od Švaba? Ja moram kući. Samo idi. Ja s tobom ne bih mirna ni u crkvi bil. Ja moram kući. Ich verstehe wirklich nicht, welches Vergnügen Sie dabei haben, den Leuten mit der Peitsche die Visage einzuschlagen. Diese Mätzchen verbiete ich Ihnen, ein für alle Mal. Die beiden haben den Gruß verweigert, Hauptsturmführer. Und dann wurden sie auch noch pampig. Ohne Grund wird keine mehr zusammengeschlagen. Bis jetzt hat die Anweisung gelautet, so viel wie möglich liquidieren. Es war einmal. Es hat sich geändert. Wir haben nicht mehr genug Arbeitskräfte. Woher sollen wir denn die Reserven bekommen? Wenn Sie denen alles durchgehen lassen, dann werden Sie sich wundern. Dann lässt auch die Disziplin nach. Wir werden denen nichts durchgehen lassen. Aber es wird auch keine mehr zum Krüppel geschlagen. Ist das klar? Lagerkommandantur? Sausig. Sturmanführer? Ja, ich... Aber wir haben doch selber nicht... Jawohl. Verstehe. Jawohl. Heil Hitler. Auch das noch. Sausig möchte morgen die 20 neuen Arbeitskräfte wieder zurückhaben. Wie bitte? Die 20 neuen sind doch die einzigen, die noch gesund und kräftig genug sind. Er muss sie für eine wichtigere Arbeit abstellen. Und was wird aus unserer Produktionsnorm? Die können wir doch jetzt schon nur mit allergrößter Mühe erfüllen. Das ist dem doch scheißegal. Die Norm ist unsere Sache. Und dass wir uns da richtig verstehen, Matthias. Ihre Peitschenkunststücke, die heben Sie sich für später auf. Wie Sie wollen, Hauptsturmführer. Sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Zeigen Sie mir das doch mal. Respekt. Sie hätten zum Zirkus gehen sollen. Der da? Ach, das ist die, die sich die Hände hat abfahren lassen. Exempel statuieren. Den ganzen Haufen antreten lassen und vor ihren Augen erschießen. Untergrund? Sabotage. Fahren Sie los. Ubiju kao psa.
dann etwas ist. Poludjele ste. Ne vjerujte Magdi. Ja znam bolje. Prekini iz njo, ali bomo paše tebe. Svinja! Moram bježati. Neću da mi djeca budu seoska služinčad. Pobjeći ćemo sutra, dok je mrak. Kako je smiljao? Boli. Peče. Čuvaj ruke na zimi. Ne dodiruj željezo, jer je, kada je hladno, vrelije od vatre. Tetka Marija. Lidija mi je sve rekla. Dobro, dobro. Ja nisam znala, oprosto. Čuvaj, čuvaj te ruke, čuvaj ruke. Ne misli više na Jurdo. Već će se to objasniti. Kako da preživim, Bože? Ako ne preživim, ostaće ljaga na moje djeci, na mom imenu. Cijeli jedan život. Ne znam kako da ne mislim. Sondererlass der Lagerkommandantur. Erstens, das Verlassen der Baracken ist für alle strengstens untersagt, außer mit einer Sondergenehmigung der Aufseherin. Zweitens, die Barackentüren sind jederzeit verschlossen zu halten und dürfen nicht geöffnet werden. Das Öffnen der Fenster ist ebenfalls aufs Strengste für alle untersagt. Im Falle einer Zuwiderhandlung werden die Wachen ohne vorherige Warnung das Feuer eröffnen. Drittens, die tägliche Essensausgabe findet nur noch gruppenweise und unter Aufsicht statt. Nach der Essensausgabe hat jede Gruppe unverzüglich in ihre Baracke zurückzukehren. Das Abzählen erfolgt ab sofort bei Betreten und Verlassen der Baracken und nicht mehr wie bisher auf dem Lagerappellplatz. Jede Nichtbeachtung dieser erlassenen Anordnungen unterliegt strengster Bestrafung. Der Lagerkommandant Hauptsturmführer Krummacher.
Habt ihr das kapiert? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai compris seulement. Schießen, schießen. Tuer, tuer. Ils nous tueront. Tout. Tout. Sie bringen uns alle um. Machen alle tot. Kameradinnen, keine Angst. Ne posso se ne so pali pubiti. Cosa saveste che blisu? Vanno come al conez. Sie werden uns schlagen. Das werden sie tun. Das sabio. Ogni utecio. Ogni nechtiei svetke. Wohin die wohl fliegen? Schätze Richtung Nordosten. Tja, Leipzig oder Berlin? Machen wir weiter. Laut Anweisung des Reichssicherheitshauptamtes müssen die Vorbereitungen für eine mögliche Evakuierung bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Montag muss dafür ein Plan in Berlin vorliegen. Im Moment stehen die Fronten zwar noch nicht unter sehr starkem Druck, aber die Führung ist der Ansicht, dass mit Offensiven im Westen sowie im Osten zu rechnen ist. Sie sorgen dafür, dass die Reichsbahn uns die dafür nötigen Waggons zur Verfügung stellt. Anglo-amerikanischer Bomberverbände greifen die Zivilbevölkerung der offenen Stadt Dresden an. Nach Angaben des Oberkommandos der Wehrmacht sollen an diesem Terrorangriff mehrere hundert viermotorige Bombenflugzeuge beteiligt sein. Bombardiert doch tatsächlich uns. Los, kommt sie. Gori mai komu je kao baklja sve će iskorijeti. Uva, kom da su si? Stražari su u bunkerima, nitko nas neće vidjeti. Gdje je Zorka? 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 Bježi s nama. Dok prebroje mrtve i žive, dok ustanove tko je preživio, bit ćemo daleko. Hajde. Ovakvu priliku nikada više nećemo imati. Ne, ja ne idem. Što? Ja hoću. Idem, idemo Zorka. Ne mogu. Noge su mi u ranama.
Idi ti, Marija, prva. Ako netko treba da naleti na minu... Alles antreten lassen! Abzählen! Jetzt? Weshalb? Na, deshalb. Die Zahl muss stimmen. Abzählen lassen! Los! Jawohl, abzählen lassen! Los, Tempo! Tempo, los! Du slowenische Drecksau! Mach schon! Die 3 und die 5 sind ausgebrannt. Ich glaube nicht, dass es Überlebende gibt. Es gibt keine Überlebenden. Gib her! Jetzt mach ich das mal! Antreten, habe ich gesagt! Los! Barackenweise antreten! Euch werde ich beide los, beeilt euch! Ihr faulen Schweine! Fickt euch! Ihr Dreckschweiber! Ihr Mistkurs! Ihr Lumpen! Da! Und da! Ich werde euch zeigen, wer hier der Herr ist! Ihr Säue! Wir sind noch mal gut davongekommen. Ich hatte schon gedacht, vom Lager bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Es gibt eine Menge Schwerverwundete. Die Schwerverwundeten werden erschossen. Matthias! Ja? Abzählen! Meine Zahl muss stimmen. Jawohl! Das wird nicht ganz einfach sein, solange wir nicht wissen, wie viele verbrannt sind und wir die Zahl der Toten nicht kennen. Dann bringt dem auch die Toten hierher. Meine Zahl ist 336. Und diese 336 will ich haben. Tot oder lebendig. Los! Sturmführer. 19 fehlen. Die sind höchstwahrscheinlich verbrannt. Tut gut, der heiße Kaffee. 19? Sofort nach den Leichen suchen. Man sieht jetzt nicht mehr viel. Vor morgen früh werden wir kaum sämtliche Leichen zusammen haben. Vor allem nicht, solange es noch brennt. Na gut, dann eben gleich nach Sonnenaufgang. Aber morgen früh will ich alle 336 Stück hier sehen. Tot, lebendig oder verkohlt. Otto? Hauptsturmführer. Gibt es noch Kaffee? Nein, Hauptsturmführer. Dann mach uns doch welchen. Ich bin in meinem Büro. Jawohl, Hauptstadtführer. Kommen Sie mit.